Na, ihr Yaraks da draußen, ich kenne euch doch. Ihr wollt mehr ungesehen, oder? Ihr wollt mehr ungesehen Reaction sein. Auf geht's, Leute. Wir schauen jetzt rein bei meiner Morsel. Das haben so viele Leute geschrieben. Meiner Morsel. Und er hat ein YouTube-Kacke-Video hochgeladen. Das heißt Saas Klassenfahrt. Ich habe mir Klassenfahrt ja schon mal angeguckt. Und ich habe es irgendwie gar nicht gefeiert, weil ich erst dachte, ist das einfach nur so schlecht produziert oder ist es eine Parodie? Und habe ich erst später gecheckt, das ist eine Parodie auf diese ganzen krass Schule und sowas, ja? Aber das habe ich erst überhaupt nicht so richtig gerafft. Es hat mich auch erst gar nicht so abgeholt. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich es auf jeden Fall ganz okay. Also das Original krass Klassenfahrt. Ich finde es okay. Es trifft nicht 100% meinen Humor, sage ich mal so, wie es ist. Es trifft nicht 100% meinen Humor, aber ich finde es okay. Ich will es nicht haten, sage ich mal so. Okay, das ist meine Meinung zu krass Klassenfahrt. Jetzt schauen wir mal, was ihr meint. Ich kenne krass Klassenfahrt gar nicht. Keiner, was er draus gemacht hat. Er hat nämlich Saas Klassenfahrt gemacht. Let's go. Ich kenne, glaube ich, nur krass Schule, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Unterstützt euch Produktion. Sheesh. Fremdkinder! Okay, das ist jetzt schon besser als jede Folge von der originalen Krasslasse. Er sieht, wie seine Freundin betrügt. Egal, alles gut. Fremdficker und hat er so Fotos gemacht oder was? Oh mein Gott, okay. Es gefällt mir jetzt schon. Oh mein Gott, es gefällt mir jetzt schon. Fremdficker! Reicht doch! Oh, was machst du denn hier? Das ist eine Handyhülle von Rare. Oh mein Gott, auch diese Produktplatzierung, wie die da eingebaut ist. Das ist so unangenehm in dem Originalen. Er schmeißt das Handy so auf den Boden, damit die so zeigen können, dass eine Handyhülle von Rhino Shield, das ist unser Sponsor. Das Handy ist noch immer ganz. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Puh. Was machst du denn hier? Das ist eine Handyhülle von Rhino Shield und das Handy kann nicht kaputt gehen. Von Rhino Shield. Alter, er darf diese Aufnahme auf gar keinen Fall weitermachen. Okay. Du lalu lalu lalu. Ja. Ja, klar. Ruhe, ich bin ein Katschart. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das... Warte. Ist die nicht diese eine, die bei Berlin Tag und Nacht war und dann YouTuberin wurde? Ruhe, ich bin ein Katschart. Das kann ich kaputt. Ganz frei, was du willst. Frau Oster. Frau Ostermann, ich muss den Namen nochmal angucken. Oh mein Gott, okay. Den Namen habe ich mir auch nicht angeguckt. Gut, dass er sich das nochmal anguckt. Ja, wie heißt die Leute jetzt? Ich konnte gar nicht mehr die Namen, ich konnte gar nicht auf die Namen achten. Was? Nein, Leel. Ich weiß nicht, wie die Original heißt. Ich weiß nur, dass Frau Ostermann heißt. Nein, und Leel. Warum lache ich so heftig? Kenneck. Ist überhaupt Jonas in der Folge? Der deutscheste Deutsche auf dem Planeten. Heißt der überhaupt Jonas in der Folge? Ich weiß überhaupt nicht, wie irgendjemand heißt, weil ich habe das so selten geguckt, das Original. Gork. Wer heißt denn Gork? Mann, habe ich jetzt kein Internet mehr, oder was?
An dieser Stelle möchte ich euch sagen, wie schön ich diese YouTube-Kacken immer wieder finde. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr Reactions von mir sehen wollt, könnt ihr mich, das ist zwar schwerer als man denkt, aber ihr könnt mich abonnieren. Das, ja, ist halt schwer, so, ne? Und vor allem ist das ein bisschen peinlich, wenn man den Cringe abonniert hat. Man hat eine Freundin zu Hause, die guckt so, wie das abonniert? Und du sagst so, ja, den Cringe. Und die so, was? Den Cringe? Ist ja peinlich. Hau ab, man. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mann, ich hab kein Internet mehr. Tut mir leid. Ey, ich weiß echt nicht, was in mir gefahren ist. Wir schauen uns das Spektakel einfach nochmal an. Oh mein Gott, ich muss mir die Namen nochmal angucken. Oh mein Gott, okay. Was? Wie heißen die Leute jetzt? Ich konnte gar nicht mehr die Namen, ich muss, konnte gar nicht mehr die Namen machen. Was? Nee, Leel. Ich weiß nicht, wie die Original heißt. Ich weiß nur, dass Frau Osterfrau. Ey, ihr könnt skippen, wenn ihr möchtet. Frau Ostermann heißt. Nee, und Leel. Wie heißt das? Jonas, wie heißt er? Kenneck. Heißt der überhaupt Jonas in der Folge? Ich weiß überhaupt nicht, wie irgendjemand heißt, weil ich hab das gesehen. Okay. Jetzt habe ich wieder Internet. Und jetzt geht's wieder spannend los! Der Cringe reagiert nämlich immer noch! Geguckt, das Original. Gork! Wer heißt denn Gork? Was ist das für ein Name? Ist das Original? Ist es in der echten, ist in der echten Serie auch so, dass sie so ein falsch geschriebenes Tattoo hat? Oder ist das, hat meiner was das eingefügt? Ich weiß es nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, weil das Problem ist, es ist eine Verarsche von einer Verarsche, ja. von einem schlecht produzierten Scheiß. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht. Oh mein Gott. Ich heiße Gork. Der Chat einfach. Fuck! Sorry, ich wollte dich nicht verletzen, die heißen alle Gork hier in meinem Chat. Ich heiße Gork. Wer heißt denn so? Gork. Oh Mann. Ich stell mir doch vor, wie so ein Gork vom PC sitzt und so richtig traurig ist, weil er von irgendwie runtergemacht wird. Stasi. Zeus, Bruder! Zeus? Weil er so ein Blitz einschlägt. Cheyenne, einfach Cheyenne. Fernando. Wer schreibt Cheyenne denn so? Ganz ehrlich, Unge. Hast du die Schule besucht? Einfach nur. Zeus? Er heißt Zeus? Er ist einfach Cheyenne. Cheyenne, er ist einfach Cheyenne. Fernando. Heißt die Fernanda? Ich weiß nicht. Wie heißen die? Drendley? Staxler und Drendley. Was ist das für ein Name? Staxler und Drendley? Und wie guckt er überhaupt? Guck mal, er guckt schon ohne, dass er bearbeitet wird, schon richtig dumm. Frau, wie ihr Gesicht aufquillt. Schau mal jetzt, ob ihr das Gesicht. Saß, Klassenfahrt. Du hast wirklich zu viel getrunken. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Als wäre das so ein neuer Trend. Frau Osterfrau saßt. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du hast einfach zu viel getrunken. Was hab ich gemacht? Du hast einfach zu viel getrunken. Wie zu viel getrunken, Mann? Du hast einfach zu viel getrunken. Fuck, you say me, little shit! Ganz ehrlich, ich abgesehen davon, dass du so ein großer Kopf hast. Ich kann so eine Bitch sein.
Sie denkt auch echt nur, weil sie ständig einen Ständer hat und mal was mit ihren Eltern hatte und mal was mit dem Sohn eines Instagram-Followers im Kastanienurlaub hatte, dass sie alle... Im Kastanienurlaub, okay. Die Folge habe ich sogar gesehen. Im Kastanienurlaub. Morgen! Schrei nicht so. Günther! Achso, schön. Morgen haben wir Männer. Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Okay. Einfach, oh Mann. Einfach den Twin Tower verfehlt und jetzt auf den Notre Dame. Es ist so ein schlechtes Placement. Es ist einfach so ein unfassbar schlecht gemachtes Placement. Aber es ist ja extra schlecht gemacht. Aber das finde ich so geil, dass es jetzt noch überspitzter dargestellt wird. Er macht so diesen Hampelmann, um halt wieder das zu zeigen, wie geil das Handy durch die Luft fliegen kann. Und dann fällt es hin, es passiert nichts. Und hier fällt das Handy fix hin ins World Trade Center. Wer nimmt sein Handy beim Hampelmann so in die Hand und wer wirft sein Handy dann so weg? Ist ja komplett dumm. Nee, oh, ist nicht ins World Trade Center gefallen. Ach so, das World Trade Center war schon vorher betroffen, aber es ist in den Notre Dame gefallen von... Ah, deswegen hat Notre Dame gebrannt. Krass. Oha. Das Handy-Hölle ist von Ryan Sheesh. Das kann nicht kaputt gehen. Alter, was mit den Bildern und den Videos? Los. Du, ich muss auf dich kacken können. Löschst du die Kacke noch? Ja. Kackst du die Lösche noch? Ja, dieses verdammte Rewish. Ich hätte da mit dem KWL drüber fahren können. Es geht einfach nicht gut. Siehst du die da? Nein. Die steht. Siehst du die da? Nein. Es steht so direkt eine. Guck mal, sie steht einfach so direkt vor ihm. Siehst du die da? Nein. Siehst du die da? Nein. Die steht auf ganz dicke Kopf. Ich hab nur 100 Meter Schwanz. Ich hab damit 100 Hunde gefickt. Das kann man nur bewundern. Ja, er hat schon mit 100 Hunden geschlafen und so wie ich ihn kenne, macht er heute locker die Winkel voll. Er ist so ein Hammer-Typ. Da. Sauers. Ja. Oh! Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken. Warum hast du es? Was machst du da? Gut scheißen. Das ist gut. Klasse. Viel? Ja, sehr. Ja? Ja. Ja? Sechsmal die Woche. Ja? Ja. Ja? Nee. Nein? Nee. Nein? Gar nicht. Nein? Nee, leider nicht. Nein? Nee, ist der nicht. Ja. Hallo. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer das gerappt hat. Ja, Farid Bang. Darf ich mich ganz kurz setzen? Nein. Ich wollte mich bei dir nicht entschuldigen. Das ist okay. Ich habe wieder mal ziemlich viel getrunken und ich hatte gestern ganz krass geschissen und da bin ich kacken gegangen. Und ich habe ziemlich viel geschissen und das tut unglaublich weh. Ich hatte damit schon in der Vergangenheit Probleme. Und das hätte nicht passieren dürfen. Nimmst du meine Entschuldigung nicht an? Ja, klar. Wir sind jetzt übrigens alle im Gemeinschaftsraum. Möchtest du da mit mir hinkommen? Nein. Alle. Verpiss dich. 86 Geschlecht auf der Pimmel. Guten Morgen, ihr Sechs. Ich bin eure Lehrerin und ja. Nichtsdestotrotz möchte ich mit euch heute kotzen. Nee, darum geht es nicht. Gestern trinke ich noch was mit denen und heute trinke ich noch was mit denen und morgen trinke ich noch was mit denen und wenn es mal gearbeitet werden muss, trinke ich noch was mit denen. Sag mal, was hast du da? Das? Ja. Das? Das? Wird das Kondom sein für meinen Hund? Junge. Hier, hallo, hier, hey, hallo, hey, yeah. Sorry. Du filmst das. Oh mein Gott, okay, das war wirklich sehr stark. Oh mein Gott. Jetzt will ich mir... Sheesh, das kann nicht kaputt gehen. Ich hasse damit. Jetzt will ich mir erstmal wieder Congratulations gönnen. Cringe und ciao!